Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Dragon Age Origins. Es ist hoffentlich, ja doch, es überwiegt hoffentlich, weil es ein so langwieriges Projekt ist. Hoffentlich heute die letzte Aufnahmesession, wobei es nicht einfacher wird und ich entsinne mich, wo ich mich hier selber habe stehen lassen. Da sind die beiden Oger und der Gesandte drin und die Oger waren echt nicht ohne. Das Doofe ist, der Gesandte hat eine Wahnsinnsreichweite. Sollten wir versuchen, die einzeln? Ich glaube ja. Ich muss jetzt versuchen, wieder taktisch vorzugehen. Schön wäre es, wenn wir den Oger eventuell oder wenn wir die einzeln hierher bekommen könnten. So, ich gehe mal wieder auf Halten. Dann müsste ich Alistair mal eben hier vorne platzieren, falls der Oger durch die Tür will. Dann lasse ich Wynn einmal hier stehen. Sie muss aber voll treffen können, auf jeden Fall. Platziere mich hier auf der anderen Seite, dass wir zur Not auch nochmal draufhauen können. Moment, so, zack, zack, zack. Und dann werde ich mit Liliana mal eben hinlaufen und versuchen, die hierher zu holen. Es war nicht... Oh Gott, es speichert schon wieder. Ich meine, das ist gut für mich, aber trotzdem, es ist nicht einfach. So, ich weiß nicht, ob der Gesandte bis hierher... Hat er. Er hat und macht Todesmagie großartig. Aber die beiden Oger kommen trotzdem nicht, ne? Doch, der eine kommt. Okay. Wir testen es jetzt einfach mal aus. Schön wäre es, wenn sie einzeln kämen. Stopp. Hier. Jetzt möchte ich wieder... Sehr gut. Okay, alles da. Hat die Agro. Wow, was ist mit dem jetzt los? Und wir leben. Das war's mit ihm. Ich glaube, das ist für uns besser. Gut, dann stelle ich Alistair da auch wieder hin. Erhol dich mal eben ganz kurz ein bisschen wieder. So, wir alle erholen uns erstmal wieder ein bisschen. Okay. Und dann. Was soll ich denn mit Dämonensekret? Wundumschlag wäre schön gewesen. Versuche ich mal. Oh, ich hoffe. Ich mache mal vorsichtshalber, falls der uns jetzt doch in die Zange nimmt. Lebenswächter einmal auf Liliana. Wie ihr meint. Sehr gut. Und dann gucke ich mal, ob ich den zweiten Oger auch rankriege. Der steht da, ausgerechnet. Verdammt, kriege ich den von hier aus. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn die erstmal weg sind, dann können wir uns alle auf den Gesandten stürzen. Okay, Moment. So, jetzt wird's tauschen. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Und er kommt. Es dauert zwar ein bisschen. In der Zeit gehen Liliana und, ich wollte gerade sagen, könnt ihr bitte angreifen, damit ihr ihn schon mal ein bisschen runterschießen könnt. Danke. Großartig. So. Oh, 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 nein. Liliana, geh bitte dahin. Win einmal dahin. Ja, so. Okay, jetzt geht er auf uns. Drehen die sich eigentlich um? Ja, die drehen sich um. Gut, das muss ich also nicht machen. Oh, Alice, das tut mir echt leid. Und das war's. Mit Herrn Oger. Wow, das war mal wieder ein epischer Finisher. Sehr schön. Jetzt ist noch der Hörlock gesandt und ich lasse das halten und wir gehen gleich direkt auf ihn drauf. Das ist, glaube ich, warte mal, kann ich den Lebenswächter jetzt bitte haben? Weil der wird gleich wieder mit dieser Blutmagie oder der Todesmagie auf uns losgehen. Die anderen kommen? Die anderen kommen, okay. Na gut, und nochmal eben schnell speichern. Und dann auf ihn. Ah, wirklich? Oh, der hat schon wieder so ein blödes Siegel um sich herum. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt angreifen kann. Ich versuch's trotzdem. Ja. Jawohl, und gleich wieder umgehauen. Großartig. Und nochmal. Hau ihn um. Lass ihn kein Dings machen. Sehr, sehr gut. Sehr,
sehr, sehr gut. Oh. Und das ohne einen einzigen Wundumschlag zu brauchen. Verdammt, warum habe ich mich beim letzten Mal so schwer getan? Wobei ich da sagen muss, doch, ich weiß, warum ich mich so schwer getan habe. Ich konnte nicht mehr. Das war über mehrere Tage. Über 2 Tage. So, wenn man jetzt nicht übertreiben, über 2 Tage waren das mehrstündige Aufnahmen. Und dementsprechend war ich irgendwann echt. Das hat mich auch wirklich mitgenommen. Ich entsinne mich noch. Diese epische Abschiedsszene der Gefährten und alles. Da ist eine Truhe. Liliana rennt mal eben vor. Und falls Fallen hier sein sollten. Da ist aber sonst nichts weiter. Da ist noch eine Truhe, okay? Okay. Oh, 2 starke Wundumschläge. Super. Ich habe nämlich echt Sorge, dass wir bei dem Erzdämon. Dämon. Allein schon viele Probleme. Oh, da ist noch eine. Cool. Probleme haben werden, weil wir nicht mehr so viele Wundumschläge haben. Eine Eissalbe. Die sollte ich vielleicht auch diesmal benutzen. Ich habe nicht bedacht, der Erzdämon ist ja ein Drache und dementsprechend wird er wahrscheinlich mit Feuer agieren. Ich glaube, ich bin nicht wirklich darauf vorbereitet. Aber gut, wir werden es jetzt so durchziehen. Ja, natürlich. Noch eine Eissalbe, das gibt mir zu denken. Ein Tiefenpilz, großartig, weil ich weiß nicht, wie ich den schaffen soll. Ich werde es tun. Oh, jetzt kriege ich echt Angst. Das kriegen wir alles noch. Oh Gott. Verdammter Mist. Na, das hat seine Gründe, denke ich mir mal. Oh Gott. Ich habe Sorge. Ich werde uns gleich eben nochmal, ich weiß nicht, wenn wir durch die andere Tür schreiten, was uns dann erwartet. Ob da schon der Erzdämon auf uns wartet. Wir sind im 2. Stock. Wir müssten normalerweise ganz hoch. Vielleicht erwartet uns auch noch ein 3. oder 4. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde mal eben ganz schnell gucken. Davon haben wir gar nichts mehr. Das kann ich rausnehmen. Wir haben eine schwache Eissalbe. Das haben wir alles nicht mehr. Die Verletzungsausrüstung. Wir haben hier sämtliche Wundumschläge im Inventar. Der mächtigen Wundumschlag, ja. Wir haben die noch und eine starke Verletzungsausrüstung. Die lohnt sich aber wirklich nur, wenn man mehrere Verletzungen hat. Also muss ich mal gucken. Vielleicht sollte ich die auch erst im Notfall nehmen. Dann packe ich mir einfach jetzt mal die starke Eissalbe rein. Ich weiß noch nicht, wer die dann bekommt. Und ich kann sonst nichts weitermachen. Ne? Das ist so armselig. Bei Liliana das Gleiche. Diese ganzen Sachen haben wir nicht mehr. Die können raus. So, pass auf, das schieben wir mal einmal ein bisschen rüber. Das ist ein normaler, das ist eine schwache Wundsalbe oder Wundumschlag. Zack, zack. Dann machen wir ihr mal noch das normale, ne? Den starken Wundumschlag rein und den mächtigen rein. Auch nochmal die starke Verletzungsausrüstung. Oder warte, ich habe Angst, sie zu nehmen. Sie kann aber die anderen Sachen alle noch kriegen hier. Das Dämonengift konzentriert. Ich glaube, der ist noch besser, ne? Dann kriegt. Ach, das ist der schon, ne? Das ist der Konzentrierte. Okay, dann kriegt sie doch noch das Dämonengift und die Säurebeschichtung. Auch nochmal die Eissalbe, weil ich im Kampf nachher nicht weiß, wie schnell ich das dann brauche. Win, die sogar einen gespaltenen Schädel hat, die Arme. Die nimmt erstmal gleich einen. Ich hoffe, das geht irgendwie. Die hat aber schon alles drin. Oh Gott. Hier, Kräuterkunde kann ich rausnehmen, das mache ich gleich. Und sie ist nicht so gut geskillt in Kräuterkunde wie ich. Sie hat die Lyriumtränke alle schon drin. Das ist ein mächtiger, ein starker und ein normaler. Aber den schwachen hat sie gar nicht drin. Warte. Zack. Davon haben wir ganz viele. Ich versuche sie gerne außen vor zu lassen. Oder ich muss das mal eben alles nochmal rüberschieben. Dass die passiven Sachen sind. Ich weiß nicht, wer die starke Eissalbe nachher kriegt. Eissalben erhöhen kurzzeitig die Resistenz. Achso, das ist gegen Kälteschaden. Bäh, hat sich schon erledigt. Okay. Hier, das ist. Ich dachte, das wäre immer das Gegenteil. Nein, nein, okay. Gegen Feuerschaden. Das heißt, wir müssen das hier. Und den habe ich nur in schwacher Konzentration. Ach, großartig. Ich bin so ein Experte. So. Verletzungsausrüstung tauschen wir auch nochmal gegen die starke. Das haben wir alles. Das braucht er auch nicht in seinem Repertoire. Aber er kann
Nee, das kann er gar nicht benutzen. Okay, gut, dann hat sich das schon erledigt. Och, ich weiß echt nicht. Seelenfresserbombe haben wir. Warte mal, Liliana. Kann die benutzen, ne? Dann hat sich das mit dem Eisdings ja schon erledigt. Dann kriegt sie die Seelenfresserbombe mal eben ins Inventar. Oh Gott, die hat alles voll hier. Gut, den Rest lasse ich so. Ich benutze die Sachen, wenn ich sie benutzen muss. Und sie hat die Verletzungsausrüstung benutzt. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Tür. Dann speichere ich nochmal ab. Da ist die Tür. Nein, da ist die Tür. Oh Gott, ich bin jetzt echt aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, was mich hier erwarten wird. Das ist eine Gebietsdurchquerung, alles klar. Da geht's zum Dach. Das heißt, es geht, glaube ich, jetzt gegen den Erzdämon. Und das macht's gerade nicht besser. Okay, wir möchten einmal Flammenwaffen haben, beziehungsweise die anderen auch. Dann würde ich Liliana, falls es noch überhaupt irgendetwas bringt, soll sie meinetwegen, nee, falls das gleich weg ist, ich weiß es nicht, soll sie einmal die Säurebeschichtung nehmen. Ich speichere noch einmal richtig ab und dann gehen wir aufs Dach. Spiel speichern und ich nehme einen neuen Speicherstand. Zweiter Stock, genau, wir haben den noch gar nicht, alles klar. Okay, ich denke, es geht jetzt gegen den Erzdämon und ich drücke mir die Daumen. Obwohl, dann ist es schon wieder zu spät, wenn ihr das Video seht, dann ist es vorbei. Dann, oh Gott. Oh je. Sorge, Sorge, Sorge. Axt, Axt, Axt. Oh, Scheiße. Das war der Wilhelm-Schrei, Entschuldigung. Ich liebe es. Aber er kämpft am Boden, ne? Er fliegt gar nicht. Hat Riordan... Oh, stopp. Wir können die Armeen rufen und diesmal werde ich es tun. Erzdämon, weil ganz ehrlich, dafür habe ich mir die aufbewahrt. Wir haben leider keine Radcliffe-Armee mehr. Die habe ich leider alle in den Tod geschickt. Aber dafür habe ich mir sämtliche Armeen aufgespart. Und egal, ob er jetzt doch noch fliegen kann, obwohl Riordan ihn ja fürchterlich verletzt hat. Haben wir noch Flammenwaffen? Haben wir gar nicht mehr, ne? Siehst du, es ist schon nicht mehr aktiv, der Effekt. Alles klar. Rufe ich jetzt... Ach nee, wir können gar nicht alle rufen, ne? Wir können nur eine rufen. Dann warte ich erstmal eben ab. Ich muss gucken, ob er fliegt. Wenn er fliegt, nehme ich Fernkämpfer. Wenn nicht, nehme ich die Zwerge. Oh Gott. Okay, verteilt euch bitte, Leute. Bitte auf Entfernung. Ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Wahrscheinlich sterbe ich gleich beim ersten Versuch. Ja, so. Ach, das ist Win. Nein, ich bin's. Alle Waffen bereit. Die bleiben bitte auf Entfernung. Ich hoffe es einfach mal. Und ihm eigentlich nicht direkt vor die Schnauze, Alistair, aber gut. Widerstanden? Okay, ich widerstehe, aber ich nehme fürchterlichen Schaden. Alter Schawitzki. Ich versuche es erstmal mit schwachen Wundumschlägen. So, fliegt er jetzt oder fliegt er nicht? Sonst würde ich... Oh nein, 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 nein! Win, mach mal ganz schnell auf mich den Lebenswächter, weil ich glaube, der zerfleischt mich jetzt. Nee, das ist Alistair. Auf mich bitte. Kann ich noch ganz schnell einen Wundumschlag nehmen? Ja, kann ich. Okay. Umkreisen, umkreisen und dann versuchen wir mal runterzuschlagen. Das sollte kein Problem sein. Er kann fliegen. Ich hab's gewusst, du Schweinepriester. Ich hab's gewusst. Okay, wen holen wir denn? Die Dalish-Elfen sind überaus effektive Ferneinheiten, die ihren Gegnern im Nahkampf jedoch nur wenig entgegenzusetzen haben. Also die werden effektiv und wir haben 50 davon. Die Magier würde ich gerne holen. Ich habe aber echt Sorge. Es sind nämlich nur 12 und das macht, glaube ich, schon einen Unterschied. Ich könnte sie aber nacheinander holen. Das heißt, wenn die Magier... Ich hole die Magier. Und wir rufen sie. Alles klar. Ich brauche Fernkämpfer. Da ist er wieder. Also er fliegt nicht lange. Okay, gut zu wissen.
Oh shit. Machen wir überhaupt? Ja, wir machen. Schade. Alice, das tut mir leid, weil ich weiß, ihr habt mir gesagt, dass ich ihn falsch geskillt habe. Ich habe ihm überhaupt keine Konstitution gegeben. Beim nächsten Mal wird alles anders. Okay, da kämpfen die. Ich sehe schon, es sind ganz viele Magier. Sehr gut, wir haben Fernkämpfer. Ich hoffe, der Erzdämon bleibt trotzdem hier bei uns. Ich habe schon alles gemacht, ne? Bedrohen. Ja, ich habe schon alles prima gemacht. Gut. Ah! Oh, stopp. Nein, du bleibst von meinen Magiern weg. Das hätte. Okay, wer ist das? Al-Emin! Oh Gott! Nein! Al-Emin! Geh weg, verdammt nochmal! Du musst hier gar nichts machen! Lass uns das machen, verdammt! Tu's nicht! Dammit! Dann kann sie jetzt aber hier, pass auf, das machen. Auf jeden Fall mal eben benutzen. Sie macht nochmal Flammendingenskirchen. Dann gebe ich. Oh Gott, Al-Emin macht keinen Scheiß. Alistair kriegt jetzt das Wärmebalsam. Weil der, glaube ich, ziemlich viel Aggro auf sich zieht. Damit er wenigstens ein bisschen geschützt ist, auch wenn es nicht viel bringt. Okay, benutze es einfach. So, und ich mache weiter. Alle Waffen. Nein! Nein, 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 nein. Oh, und ich kann jetzt gar nichts machen. Ich kann ihn ja nicht retten oder nicht heilen oder sonst irgendetwas. Aber wir haben schon alles, ne, aktiviert. Wir haben beide Bedrohungen aktiviert. Also wenn, dann müsste er theoretisch schon auf uns anspringen. Oh Mann, nein. Oh Gott, dieses Zerfleischen. Ich hasse es, ne, bei den Drachen und bei den Wölfen und bei keine Ahnung was. Oh Gott. Gut. Braucht ihr Hilfe? Verteidigen! Oh Mensch, Emin. Hau ab da. Okay, warte, er wechselt, glaube ich, wieder den Platz. Kann das sein? Wo ist er? Wo? Zauber! Verzauberer Irving ist auch da. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Wie komme ich da hin? Von der Seite, alles klar. Nee, warte mal. Das sind... Ach, jetzt kommen noch... Oh, das sind Ballisten. Kann ich die gegen ihn benutzen? Oh, ich bin so langsam. Ich bin so verdammt nochmal langsam. Nee, die gehen zur falschen Seite. Und ich kann die nicht. Ich kann da nicht rüber. Oh nein, warum? Und ich bin so langsam, wenn ich mich bewege hier. Da fallen schon die ersten Magier. Ich komme gar nicht zu ihm hin. Du verdammtes Mistvieh, ich komme nicht zu ihm hin. Win, ich bin hier. Gut. Dann müsst ihr mal eben Fernkampf. Fernkampf, Fernkampf. Pass auf, Feuerball gegen einen Drachen, ich weiß nicht. Ja, sofort. Er widersteht natürlich, ist er ein Drache, ne? Okay, Liliana muss ich mal eben heilen. Jetzt bräuchte ich Frost. Ich hätte Morrigan mitnehmen sollen. Verdammt. Kann Erdbeben? Sieh dich hoch. Nimmt er Schaden durch Erdbeben? Ja, er hat Schaden genommen. Okay. Steinfaust? Ich werde es tun. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich muss aber auch ihre Gesundheit im Auge behalten. Sie soll mal eben einen normalen Umschlag nehmen. Liliana, kannst du... Zerspringender Schuss eventuell. Jetzt muss man eben ganz kurz gucken, was wir hier noch machen müssen. Es ist verdammt viel. Scheiße, die haben hier die alle. Ich hätte mehr. Ich muss auf meine Magier aufpassen. Ich kann die doch nicht alle so ausliefern. Okay, Alistair ist dabei. Ich muss aber trotzdem den Erzdämon runterkloppen. Das geht nicht anders. Flammenschlag wird bei ihm überhaupt nichts bringen. Was können wir denn noch machen? Gruppenheilung brauchen wir jetzt gerade nicht. Verdammt. Heilende oder reinigende Energie. Abstand, weniger Sekunden. Ein Teil der Gesundheit aller Verbündeten in der Nähe. Wieder darüber hinaus. In der Nähe ist nur Liliana gerade. Das bringt nicht so viel.
Okay, ich kann jetzt die Angriffe nicht weiterführen. Ich hoffe nur mal eben, dass denen jetzt nichts passiert, aber ich muss hier weitermachen, weil sonst hauen die mir hier sämtliche Verzauberer weg. Hier, Alistair, du musst mal eben reinhauen. Und, keine Ahnung, hier. Rette meine Magier. Okay, die haben wir alle. Jetzt sind die weg. Wahrscheinlich wird er gleich wieder aufsteigen, richtig? Shit. Nein, du brauchst keine Heilung zu machen. Du machst Gruppenheilung mal eben für euch alle. Ganz wichtig. So, komm schon, du Mistvieh. Nein, macht er natürlich nicht. Liliana ist noch da. Liliana macht verkrüppelnder Schuss. Und ansonsten haben wir hier noch Hurlocks. Da sind noch Schläger. Oh, scheiße, die Magier sind schon so runtergeprügelt, ne? Du Mistvieh, komm her! Lass dich bekämpfen. Okay, jetzt steigt er wieder auf. Jetzt muss ich ihn im Auge behalten. Wo? Neue Kreischer, wo ist er denn, verdammt? Warte, sehe ich ihn jetzt gerade nur nicht? Es ist ein Alpha. Okay. Ich kann... solange die Magier da sind, kann ich niemand anders rufen. Oh, shit. Ah, du Mistvieh. Wo? Das ist... Wo ist der denn? Wo ist der Erzdämon? Da oben. Ja, ich kann aber die Magier nicht im Stich lassen. Was soll ich denn machen? Aber ich muss weiter... Okay, Win, heil dich bitte. Ich muss weiter auf den Erzdämon. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Da stehen noch mehr von denen. Da stehen so und warten drauf. Was war das? Was war das eben, was er da für einen Angriff macht? Ich muss den runterhauen, egal wie. Verdammt, ich krieg jetzt gerade nicht deine... Boah, da, so. Ja, wir sind echt gut dabei. Sie nimmt mal eben einen starken und hört mal eben auf, uns heilen zu wollen. Das geht nicht anders. Der Sieg gehört mir. Okay, dann machen wir gleich einen zweihändigen Streich. Ach, die sind schon... War das Al-Emen? Du verfluchtes Mistvieh. Oh Gott. Starker Handumschlag. Ja, hau einfach auf ihn drauf. Es ist mir so. Entschuldigung. Es nützt nichts. Es tut mir echt leid, dass ich dem allen nicht helfen kann. Dass ich Irving, Al-Emen, ich weiß nicht, ist das Al-Emen? Scheiße. Aber wir müssen ihn runterkloppen. Wir müssen ihn kaputt hauen. Es geht nicht anders. Na, was? Das war der Finisher. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ach, verdammte Scheiße. Du wirst sterben.
Scheiße, hör mal ab. Und dann war es vorbei. Der Tod des Erzdämons war das Ende der dunklen Brut. Und das Gros der Bestien floh zurück in die tiefen Wege. Natürlich würden sie auch in Zukunft gefährlich sein. Doch der Verderbnis war Einhalt geboten worden, bevor sie richtig begonnen hatte. Alistair wird König. Ferelden war gerettet. Und das ganze Königreich feierte ausgelassen seinen neuen König. Die grauen Wächter waren reingewaschen. Und ein neues Zeitalter hatte begonnen. Aber um welchen Preis? Das ist die große Frage.